Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Figuren-Review hier bei mir auf dem Kanal. Und heute habe ich für euch den goldenen Freezer von Bandai Tamashii Nations aus der SH Figures-Reihe. Und das ist ein Event-Exclusive, den mir Heo freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, um ihn euch zu präsentieren. Schaut euch die Verpackung einmal aus der Nähe an. Wir haben hier auf der rechten Seite Freezer gezeichnet und ihn dahinter in der durchsichtigen Plastikverpackung. Auf der Seite noch ein Bild von der Figur und auf der anderen Seite nur ein gezeichnetes Abbild. Hinten auf der Packung seht ihr die Figur in verschiedenen Posen und mit ein bisschen Informationen dazu. Das ist die erste Freezer-Figur aus der SH Figures-Reihe, die ich habe. Und ich bin sehr gespannt, denn man sagt, die Figur ist ein wenig klein geraten. Ich würde sagen, wir packen sie einmal aus und schauen sie uns selber an. So, und hier haben wir Golden Freezer nun ausgepackt. Und ja, wie ihr schon sehen könnt und wenn ihr euch andere Videos schon angeguckt habt, diese Figur ist im Vergleich zu allen anderen wirklich klein. Das ist in erster Linie gar nicht so schlimm, weil Freezer ja in seiner finalen Form auch wirklich nicht wirklich groß ist. Aber wie jetzt hier das Verhältnis ist, das ist mir dann doch eher ein bisschen unbekannt. Schauen wir uns die Figur mal einmal aus der Nähe an. Das Gute ist, dadurch, dass sie so klein ist, können wir sie relativ einfach nah an die Kamera holen. Das hier ist ein Event-Exclusive und wenn ihr vielleicht schon mal den ein oder anderen Golden Freezer gesehen habt oder ihn auch aus dem Anime kennt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass seine Rüstung nicht komplett durchzogen Gold ist, sondern eher auch so dunkelgelbe Absätze hatte. Bei diesem Event-Exclusive hat man sich jetzt dafür entschieden, eigentlich komplett auf die Goldroute zu gehen. Man sieht hier ein bisschen, dass, glaube ich, die Arme ein bisschen dunkler sind im Gold als der Oberkörper. Das fällt jetzt allerdings nicht so stark auf. Fangen wir aber mal oben an. Ich schaue mal, ob wir noch näher rangehen können an das Gesicht. Hier sieht man sehr schön Freezers lilane Haube, die starken roten Augen. Auch das Gesicht ist sehr schön bemalt. Ansonsten auch hier seine Ohren, wenn man das so nennen kann. Das sieht schon top aus. Ansonsten haben wir hier eine lila Brustplatte, die ein bisschen schief ist und die ein bisschen locker ist. Das hat vermutlich damit zu tun, wenn man die Figur bewegt am oberen Brustkörper. Brustkörper? Ist das ein Wort? Am oberen Körper, dass das nicht abbricht. Ansonsten sehen wir hier, die Gelenke sind in so einem matten gelben Plastik gehalten. Ansonsten haben wir ganz simple lilane Hände und auch das Gesicht, sozusagen die richtige Farbe. Ansonsten hier der Schwanz war, den habe ich schon mal montiert, das ist nämlich ein extra Teil gewesen. Das ist alles auch sehr golden. Jetzt haben wir hier, das finde ich natürlich super, super dämlich. Ich weiß nicht, wie man das. Da ist noch ein. Da ist hinten sozusagen die. Ja, das Zertifikat, wo das herkommt, ist hinten reingedruckt worden. Das sieht man jetzt auf der Kamera nicht so. Aber die Schrift ist in echt schon doch sehr stark erkennbar. Man sollte ihn dann also entweder nicht von hinten fotografieren oder das vielleicht auch abkratzen. Ansonsten geht es hier weiter. Wir haben hier unten noch an den Beinen zwei lila Kristalle und wir haben hier unten die Füße, die auch gut modelliert sind. Mehr gibt es da bei Freezer nicht zu sehen. Kommen wir zur Beweglichkeit. Der Kopf lässt sich um 360 Grad drehen, nach links und rechts neigen. Freezer kann nach unten gucken und auch nach oben. Das muss er auch. Die Schultern lassen sich so weit nach oben bewegen und um 360 Grad drehen. Wir haben einen leichten Butterfly Joint. Wir haben hier oben eine Bizepsrotation für 360 Grad. Wir haben ein doppeltes Ellbogengelenk und wir können die Handgelenke um 360 Grad drehen und ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach hinten neigen. Ich hole ihn mal näher ran für die Beweglichkeit. Das ist bei dieser Figur dann ja kein Problem. Hauptsache der Tisch wackelt nicht. Dann haben wir oben eine Oberkörperrotation, wie eben schon angemerkt. Dann kann man ihn nämlich nach vorne beugen und dann bricht das Teil hier auch nicht ab. Nach hinten geht so weit. Außerdem haben wir hier unten auch noch eine Rotation an der Hüfte und dort können wir die Figur auch noch nach vorne beugen. Die Figur lässt sich an den Beinen so weit spreizen und Freezer kann relativ weit nach oben treten.
ist ziemlich cool für die Pose. Und so weit nach hinten. Da geht der Fuß ein bisschen zur Seite, wegen dem Hintern von Freezer. Das ist aber auch kein Problem. Das Bein lässt sich am Oberschenkel dafür nur ein bisschen rotieren, aber wir haben auch ein doppeltes Kniegelenk. Dann lässt sich der Fuß hier unten noch rotieren um 360 Grad und nach links und ein bisschen nach rechts neigen und nach oben und unten. Also auf jeden Fall auch sehr beweglich, der Gute. Reicht für ausschweifende Kampfposen. Außerdem stabilisiert der Schwanz dann auf jeden Fall auch nochmal, falls er ein bisschen zurücklastig wird. Kommen wir zu den beiliegenden Extras. Wir stellen Freezer einmal nochmal gerade hin. So. Ist eigentlich schon, auch wenn er so klein ist, man muss schon sagen, Bandai und Tamashii Nations, die achten sehr auf die Details und die Verarbeitung und die Figuren sehen, wenn sie dann einmal stehen, echt cool aus. Jetzt merke ich schon, Freezer wird ein bisschen rücklastig. Dann müssen wir ihn mal ein bisschen nach vorne beugen. So, ich hoffe, er bleibt dann auch so im Fokus. Freezer hat 3 zusätzliche Köpfe. Wir machen das mal so, wir holen ihn mal nah ran, weil die Figur ist einfach wirklich klein. Wir haben hier einmal der Kopf, der drauf ist, ist ein grinsender Kopf. Dann haben wir noch einen, bei dem Freezer ernst guckt. Wir haben Freezer in seiner bekannten Gesichtsanimation. Und wir haben einen schreienden Freezer. Aus der Box kommt Freezer mit 2 Fäusten. Zusätzlich hat er eine rechte Hand mit einem Finger, mit der er seinen Laserschuss abschießen kann, mit der er seinen Ball formen kann oder einfach nur wild in der Nase popeln. Und wir haben zusätzlich noch 2 offene Keyblast-Hände. Und das war's auch schon. Die Figur ist sehr rudimentär ausgestattet. Finde ich jetzt in Ordnung. Viel mehr ist bei Freezer ja auch gar nicht zu haben. Vielleicht so eine Destructo-Disc oder ein Effektteil für seinen Finisher, nenne ich es jetzt mal. Das wäre schon cool gewesen. Aber ansonsten ist das in Ordnung. Bleibst du einmal stehen, dann kommen wir nämlich zum Größenvergleich. Natürlich vergleichen wir ihn zuallererst mit Figuren aus seiner eigenen Linie. Dann nehmen wir passend zum Film einmal Vegeta aus dem Broly-Film. Und da sieht man, das kommt von der Größe schon ungefähr hin. Ich glaube, Freezer könnte ein bisschen größer sein. Und hier komplett im Gegenentwurf haben wir einmal Broly in seiner finalen Form. Und da sieht man, da ist Freezer schon ein richtiger Winzling gegen ihn. Stellen das mal kurz ein bisschen mittiger hin, damit nicht nur Broly eine Chance hat hier. Es wäre cool, wenn du einfach nach vorne ein bisschen gehen würdest, damit du nicht umfällst. So. Da seht ihr, doch, das kommt, glaube ich, im allgemeinen Vergleich kommt das schon hin. Räumen wir mal die beiden Jungs weg, weil das ist, glaube ich, für Freezer gerade ein bisschen viel. Deswegen musste er sich kurz schlafen legen. So, und dann stellen wir dich nochmal wieder auf. Das gibt's doch nicht. Muss ich dich jetzt so weit nach vorne lehnen, dass du... Oh, hier sehe ich auch ein... Ah, man kann hier, das habe ich noch gar nicht gezeigt, man kann die Beine ein bisschen nach unten ziehen, um ihn ein bisschen größer zu machen, um ein bisschen Spiel in den Beinen rauszuholen. Vielleicht stärkt das jetzt, wenn ich das so mache, ein bisschen die Festigkeit. Das gibt's doch nicht. Das ist ja so weit nach vorne gelehnt. Das ist leider, das gefällt mir an der Figur gerade gar nicht. Wir können nämlich mal gucken, ob wir den Schwanz nicht... Wie können wir den denn machen, damit der nicht so viel Gewicht nach hinten gibt? So,
Dann bleibst du erstmal so. Als zweites zum Vergleich nehmen wir meine zweite Lieblingsreihe momentan, die Hasbro Lightning Collection mit den Power Rangers, mit dem weißen Ranger und einmal einen weiteren Bösewicht, nämlich Lord Zedd. Da seht ihr auch, da ist Freezer natürlich relativ klein, aber als Außerirdischer, bei dem wir keine genaue Meterangabe haben, ist das wahrscheinlich irgendwie in Ordnung. Aber wie ihr wisst, die Figuren sind immer ein bisschen kleiner als die westlichen Actionfiguren. Und das werden wir jetzt auch nochmal sehen, wenn wir uns die Mezco-Figuren im direkten Vergleich ansehen. Da haben wir hier einmal Iron Man und einmal Captain America. Da sieht Freezer aus wie ein Kleinkind. Aber die Größe ist nun mal nicht alles, sondern auf den Power-Level kommt es an. Und da ist Freezer vermutlich beiden haushoch überlegen. Cool. Damit sind wir dann auch schon durch und wir können zum Fazit kommen. Stellen wir dich noch mal einmal so hin, dass du am Ende hier auch dein Spotlight bekommst. Ja, ich finde, Freezer ist eigentlich eine ziemlich coole Figur. Ich habe ja den Figurized Freezer in seiner normalen, finalen Form. Aber der hier gefällt mir dann doch noch ein bisschen besser, weil ich die Verarbeitung der Figuarts-Figuren wirklich gerne habe. Und auch die goldene Form, gerade hier im Event Exclusive, die macht schon ordentlich was her. Und wenn ich jetzt auch von hier hinter der Kamera nochmal raufschaue, dann muss ich sagen, dass wir hier doch mehrere Goldtöne haben. Der Brustpanzer ist auf jeden Fall heller als die Arme. Von daher kommt das, glaube ich, der Kopf auch mit dem originalen Design aus dem Film schon hin. Wenn euch dieses Review und auch diese Figur gefallen hat, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und besucht mich gerne auch auf Instagram oder Twitter. Ich freue mich immer, von euch zu lesen. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten und tschüss.